Gehen wir jetzt noch her, sammeln da ein paar Beeren ein, holen noch ein bisschen Wasser und bringen es dann da hoch. Eigentlich wollte ich in den Sumpf, ne? Katastrophe hier. Da nimmt man sich fest was vor und kommt einfach nicht dazu. So, das Blümchen nehme ich jetzt auch mit. So. Na? Wasser kriege ich ja bei mir aus dem Brunnen. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, was ich nochmal brauche, um dort den Brunnen zu bauen. Naja. Schade, ich kann die Tasten nicht gedrückt halten. Muss ich jedes Mal neu drücken. Nehme ich mal eine ordentliche Fuhre mit. Und es wird schon wieder dunkel. Da bringe ich jetzt das Wasser noch hoch, fülle es in das Lager, gehen zurück, schlafen eine Runde. Ui, ui, ui. Und dann gehen wir in den Sumpf. Nein. Ach, je. Ich wollte doch jetzt gar nicht kämpfen. War hier nicht mal das Flüchtlingslager? Ja, da. Achso, ich muss doch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze verhält. Ich habe keine Ahnung. 0,13 von 3. Okay, für den Brunnen brauchen wir dann 12 Steine und 2 einfache Eisenstücke. Oh, das kann was werden. Da müssen wir eigentlich auch wieder in das Dorf und wow. Lässt mich in Ruhe hier. Da müssen wir dann auch noch in das Dorf und neuen Weizensamen kaufen. Also hier kommen auf jeden Fall auch keine Motten raus. Nö. Oder ich mache irgendwas falsch. Das kann natürlich auch sein. Da waren wir schon. Ah, ich habe eh keine Energie mehr. Wie viel Taschenplatz habe ich eigentlich noch? Ja, das passt. Dann legen wir uns schlafen. Ich fühle mich so erfrischt. Ich bin nicht müde. So, wieder ein Bachen fertig. Jetzt geht's aber in den Sumpf. Das wollte ich schon die ganze Zeit. Ja, na klar, muss ich das auch reparieren. Oh. Okay. Das vergesse ich, bis ich wieder zurück bin. Ein Brett. 4
Balken. 8 Nägel. So. Hab mir extra Notizzettel jetzt zurechtgelegt. Dass, wenn ich dann mehrere Sachen mal irgendwo brauche, direkt notieren kann. Ich habe genau gewusst, warum. So, mal schauen, was wir alles haben. Die Balken haben wir 4 Stück. 8 Nägel, die werden wir wahrscheinlich nicht haben. Nee. Nägel? Nee. Nee. Ja, genau. So, kurz ein kleiner Check. Ach, das werde ich für... Für dieses Brett habe ich das jetzt verbraucht. Gut, dass ich nochmal nachgesehen habe. Sonst wäre ich jetzt losmarschiert und mir hätte wieder was gefehlt. Und sowas ist dann doch ärgerlich. Mal schauen, wo wir hin müssen. Map. Friedhof. Ach, ist noch nicht aufgedeckt. Aber das sieht doch schon mal aus wie ein Sumpf. Und wie jede Menge Eisen. Sechs Stück kommen da raus. Oh nein. Da muss ich auch wieder was aufbauen. Aber ich komme nicht mal durch. Ist das so eine Art Labyrinth jetzt? Komme ich da durch? Nein. Hä? Hier nirgends durch. Ja? Nein? Nein. Ja? Ja? Nein. Mist. Und diesen Schluck auf Gras habe ich jetzt hier auch noch nicht gefunden. Vor allem jetzt wird es auch wieder dunkel. Ach, das ist wieder was zum Freiräumen. Komme ich da durch? Ey, was? Da kommt man ja nirgends durch. Hä? Oh, das schöne Eisen, das würde ich jetzt alles so gern mitnehmen. Ich habe da drin so blaue Pflanzen gesehen, aber bisher noch keine, wo ich hätte erreichen können. Wir gehen jetzt mal da ein Stück weiter außen rum. Ja, so viel dazu. Oh. Wie komme ich denn da rein? Kann doch dann, wenn ich hier rumgehe. Gut, ich glaube, wir sind einen Schritt weiter. So.
So, was bist du? Ah, das ist Schluck auf Gras. Das ist ein Fischsteak. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich davon brauche. Okay, der Nebel macht jetzt das Ganze nicht unbedingt einfacher. Irgendwie muss man doch in die Mitte da reinkommen. Vor allem, wenn ich es wirklich schaffen sollte. Ich finde den Weg da raus nie wieder. Ach, das ist wieder das Ding. Moment. Steht in der Quest, wie viel ich brauche. Kaufmann. 12 Karotten, 12 Kuchen, 12 Rüben. Bring dem Händler Schluck auf Gras. Da steht aber jetzt nicht dabei, wie viel. Wie viel haben wir denn überhaupt einstecken? 9. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Ich will da rein, da gibt es viel mehr. Das haben wir schon alles hier durchprobiert. Da ist der Steg. Wie ging es jetzt nochmal da hoch? Da oben war ich doch schon mal. Ich habe keinen blassen Schimmer. Mensch, ist das kompliziert. Hier war man anscheinend noch nicht. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Da habe ich noch mal gesehen. Na komm. Aber jetzt sind wir wirklich an so einem Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich den Weg zurückfinde. An die komme ich jetzt nicht. Was ist das? Da komme ich nicht durch. Ich möchte da zu dieser Dame. Ah, jetzt sind wir hier auf der Seite.
Ach, ich vermute, es wird dann so eine Abkürzung sein, die wir bauen können. Dass ich nicht jedes Mal dieses Labyrinth laufen muss. Das schreibe ich mir auf. 6 Balken. 3 Bretter. Und 10 Nägel. Gut. Nehmen wir beim nächsten Mal mit. Hier gibt es jede Menge davon. Nein, das. Also ich denke, das reicht jetzt, was ich hier habe. Hinfort mit dir, böser Geist. Ich bin kein Geist, ich bin der Friedhofswärter. Bist du dir sicher, dass du echt bist? Nicht 100%, aber ziemlich sicher. Und wer bist du? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich versuche schon seit einigen Wochen, die Antwort zu finden. Und ich habe ein paar Theorien. Sehe ich eher aus wie eine Hexe oder eine Märchenprinzessin? Was meinst du? Also ich bin mal ehrlich und sage Hexe. Da hast du wohl recht. Ich bin zu schlau, um eine Prinzessin zu sein. Wie dem auch sei, ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich an nichts erinnern, ich bin nur mit dieser Notiz in meiner Hand aufgewacht. Falls du dein Gedächtnis verlierst, koche den Weihrauch und die Biene im Kessel. Trink das, die Zutaten sollten schon im Kessel sein. Viel Glück wünscht dir du aus der Vergangenheit. Und, hast du es versucht? Siehst du hier vielleicht irgendeinen Kessel rumliegen? Nö. Ich auch nicht. Wir haben also zwei Optionen. Entweder machst du mir diesen Trank, sollte nicht so schwierig sein. Oder du bringst mir einen neuen Kessel und besorgst mir die Zutaten. Wo finde ich denn einen Kessel? Oh, ich brauche einen großen Kessel. Ein guter Schmied weiß bestimmt, wie man einen fertigt. Wenn du mir hilfst, helfe ich dir. Neue Aufgabe. Hilf der Hexe dabei, ihr Gedächtnis wiederherzustellen. So, wir können einen Alchemietisch herstellen, einen Handmischer und eine Alchemiemühle. Yay. Und nicht zu vergessen natürlich die Aufgabe. Sonst hätten wir nicht schon genug. Ach, verbrauche ich noch die letzte Energie, die ich habe. Eisen ist eigentlich nie verkehrt, wobei ich jetzt keine Ahnung habe, wo ich hier eigentlich raus muss. Ich laufe einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und finde irgendwie wieder hier raus. Ja, noch sieht's gut aus. Ach, da. Genau, da war doch was. Das wird von der Energie wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ne, schade. Also müssen wir wahrscheinlich dann erstmal zum Schmied und uns dann Kessel besorgen. Und die Zutaten. Bin ich froh, wenn die Abkürzung dann hier auch fertig ist. Warte mal. Kriege ich hier jetzt Motten raus? Sieht nicht so aus, ne? Also ich habe das in Erinnerung gehabt, dass aus den Blümchen die Motten rauskommen, nachts.
Aber kann sein, dass halt nur ein bestimmtes Gebiet ist. Da bin ich mir jetzt dann nicht mehr so sicher. So, da sind wieder ein paar Bachen fertig. Brennstoff. So, und dann können wir jetzt eigentlich alles einschmelzen, was wir haben. Nee, können wir nicht. Schmeiß ich doch den ganzen Brennstoff jetzt hier rein. Bachen. Sehr schön. So, es wird hell und ich gehe schlafen. Yay. So muss es sein. So muss es sein und nicht anders.